So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Legend of Zelda Twilight Princess HD mit mir, dem Rigi. Und in der heutigen Folge müssen wir weitermachen, oder ja, wir müssen uns weiter auf die Suche begeben nach den Steinen, die ja die Kumulaner hier überall auf der Welt anscheinend verstreut haben. Wir haben jetzt die im östlichen Teil von Hyrule gemacht, jetzt müssen wir uns auch nochmal an andere Orte begeben. Einer ist in der Wüste. Die anderen zwei befinden sich hier und dann haben wir noch einen im Wald von Firone. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt zuerst mal heute den Wald von Firone. Warum nicht? Wir waren schon längere Zeit nicht im Wald von Firone und dann können wir uns heute auf jeden Fall auch nochmal dorthin begeben. Und bei den meisten dieser Steine ist es ja auch noch so, dass man dann durch deren Hilfe an... Ja, wie soll ich sagen? Ja, wie soll ich das jetzt tatsächlich ausdrücken? Man kommt halt mit deren Hilfe nochmal an besondere Truhen ran. Ja, in einer der Truhen haben wir jetzt, was haben wir da gefunden? Wir haben, glaube ich, einmal ein Herzteil gefunden oder ein Herzteil bekommen. Und das andere Mal haben wir im Wald von Firone noch was anderes erhalten. Und zwar... Was? Ich kann hier nicht zum Menschen werden? Das ist scheiße. Und zwar haben wir... Hallo, ich will zum Menschen werden. Ich glaube, 100 Rubine bekommen oder so. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, Rubine brauchen wir ja sowieso... Ich muss halt nur aufpassen, dass wir bald nicht wieder zu viele davon haben, aber das bezweifle ich eigentlich sogar ganz stark. So, wie war das nochmal hier? Kann es sogar sein, dass wir hier was bekommen, wenn wir das Licht anmachen? Ich weiß es gar nicht. Leider nicht, okay. Hier haben wir auch die Lampe bekommen, von daher wundert mich das eigentlich auch nicht, dass man jetzt hier nichts bekommt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ich verzeihe dir und... Ey! Episch. Hätte nicht gedacht, dass sich hier noch eine von diesen Statuen befindet. Ich habe das komplett vergessen. Und ich glaube, diese Statue bringt auch nicht sonderlich viel. Wir lernen jetzt hier eins der kumulanischen Zeichen. Aber sonst... Gibt es hier irgendwas? Oder können wir jetzt mit der Statue was machen? Ich schaue mich mal hier... Jo, müssten wir... Kann ja nicht sein, dass die Statue ja ansonsten nichts macht. Hier ist zum Beispiel jetzt eine Grube. Da schicken wir die Statue mal rein. Und jetzt können wir uns wahrscheinlich als Wolf da hochbegeben. Kann das sein? Kann dich sein? Wir versuchen es mal als Wolf. Midna kann uns ja eventuell helfen. Tatsache. Adios. Ja, nice. So, das hatten wir auch lange nicht mehr. Also solche Passagen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, an diese eine Truhe ran, an die wir ja vorher nicht rangekommen sind. Richtig. Was haben wir jetzt hier drin? Ein Herzteil. Super, das nehmen wir doch gerne an uns. Ich meine, es schadet auf jeden Fall nicht. So. Da ist ein Geist drin. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich den natürlich gerne mit. So, mit nach. Einmal bitte hier das machen, wofür du da bist. Und dann rasieren wir jetzt erstmal den Geist. Bam! Ich muss mich echt demnächst einmal auf Geistersuche begeben. Ich glaube, ich werde das sogar offscreen machen, genauso wie die Insekten, weil wen interessiert das, wenn ich diese Geister suche oder nicht? Jetzt mal... Ja. Einfach mal Hand aufs Herz. Wen interessiert das? Jetzt mal ehrlich. Ob ich jetzt onscreen suche oder nicht, ist doch, glaube ich, tatsächlich komplett egal. Okay. Warum mache ich das gerade überhaupt? Weil ich Lust drauf habe. Weil es bestimmt hier noch irgendwo einen Geist befindet. Oder auch nicht. Gut, dann warpen wir uns jetzt einfach mal wieder woanders hin. Anscheinend befindet sich hier nichts. Ist auch kein Problem. Und zwar gehen wir in die Wüste. Ja, da waren wir jetzt auch oft genug. Und ja... Es lohnt sich ja mittlerweile, dass wir diese ganzen Statuen-Sachen machen. Wir haben jetzt Herzteile bekommen, Herzteile, Rubine etc. pp. Ich find's gut. Und hier gibt es ja auch wieder eine Truhe in der Wüste, die wir uns holen können. Und zwar die da hinten. Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an diese Truhe. Die wollte ich unbedingt haben, aber ich habe den Sprung, den letzten Sprung nie geschafft. Doch jetzt ist es Zeit. Okay, einmal wieder zum Menschen werden. Jetzt müssen wir den Kopierstab von da oben runterbekommen. Das ist aber kein Problem. Easy peasy, nichts einfacher als das. Und dann packen wir den Boy doch mal
Wo bist du gerade? Genau in die Ecke. So, das ist perfekt. So, jetzt können wir nämlich hier schön rüberspringen. Wait. Als Wolf müssen wir das machen, ja? Als Wolf sind gerade diese Sprünge nämlich relativ einfach. Wartet. Boah! Yep, als Wolf schaffen wir diese. So, jetzt ist natürlich Link wieder der Gebildete. In seiner Wolfsform kann er das nicht tun, deswegen muss er hier in seine Menschenform gehen. Okay, wir müssen aber immer noch mehr sehen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich alle einzelnen finden. So, hier konnte ich auf jeden Fall auch nochmal rüberspringen, das weiß ich. Also als Wolf. Da mussten wir nicht zum Menschen werden. Und hier können wir jetzt aber, glaube ich, wieder zum Menschen werden. Weil wir jetzt den Zwischenschritt dank der Statue haben. Und was ist da drin? Ich denke mal 100 Rubine. Ja, 100 Rubine ist in Ordnung. Akzeptiere ich. Bald können wir das Geld nämlich eh wieder spenden. Okay. Wie kann man hier eigentlich gute... so etwas farmen? Ja, wie kann man hier solche Dinge gut farmen? Das müsst ihr mir mal einer erklären. Wie kann man Rubine gut farmen? Es gibt bestimmt irgendeine Methode, wie man das ganz, ganz schnell hinkriegt. Einfach Steine aufbomben, diese großen... Und dann immer 15 bis 20 Rubine darunter bekommen. Wäre eine Option. Aber ob das effektiv ist, ich weiß nicht so recht. Okay. Also hier müssten sich jetzt auch zwei kumulanische Statuen befinden. Oh, eine ist zum Beispiel dort. Krass. Diesen Ort habe ich ja gar nicht mehr so in Erinnerung. Wenn ich ehrlich bin. Aber das passt schon. Oh. Und hier kann ich den Kreisel benutzen. Ne, kann ich nicht. Was mache ich da? Ich dachte, ich kann den Kreisel. Oh mein Gott, ein Geist. Oh Mann, der kam jetzt aber gerade, weil es gerade fast Dämmerung wird, ne? Oh shit. Der hat mich gerade echt sogar erschrocken. Der vermaledeite Geist. Okay, kein Problem. Neue Geisterseele nehmen wir bitte auch an uns. Ja, aber wir finden passiv auch total viele von den Geisterseelen. Also, ich finde das gut, wenn ihr mich fragt. Ne? Ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Okay, 6 von 19 aus der Hyrule-Ebene. Ist ja schon fast viel. Okay, wie machen wir das jetzt hier? Einmal überlegen. Wir stellen den, glaube ich, hier ab. Und dann jumpen wir hier einfach rüber. Ja, ja, so machen wir das. So. 1. 2 und wir sind drauf. Perfekt. Und was ist das jetzt? Ein weiteres kumulanisches Zeichen. Ja, den letzten Dungeon, den muss man natürlich nochmal mit allen Mitteln raushauen. Eine Lücke gibt es noch. Und die werden wir auf jeden Fall auch gleich noch schließen. Doch vorher gibt es ja auch wieder eine Truhe, die wir mit Hilfe der Statue jetzt holen können. Deswegen Statue. Mein Freund, die Statue. Lass es uns tun. Wo packen wir den hin? Wir müssen es genauso wie eben machen. Ist das mittig? Oh, das ist ziemlich mittig. So, einmal, zweimal. Und was? Ist er vielleicht nicht nah genug dran? Das könnte auch sein. Hm, okay. Er ist nicht nah genug dran. Der muss noch ein bisschen näher ran. Es handelt sich hier, glaube ich, tatsächlich nur im Millimeter. Aber dann wollen wir mal nicht so sein. Jetzt sind wir drüben und zack. Ich glaube, auch hier sind wieder nur 100 Rubine drin. Ja, das ist in Ordnung. Es wäre natürlich super, wenn wir jetzt im letzten noch ein Herzteil bekommen. Aber selbst wenn nicht, ist das schon in Ordnung. Okay. Wir müssen sowieso auch noch mal heute nach Hyrule für eine weitere okkulte Kunst. Wir wissen ja nicht, ob es die letzte ist. Es könnte sehr wahrscheinlich die letzte sein. Aber wir wissen es natürlich nicht. Und oh, Fanghaken. Fanghaken, sagt ihr. Kriegen wir hin. So, Fanghaken. Ziehen wir uns da hoch. Oh, shit. Weil ich brauche jetzt das... einen weiteren goldenen Schmetterling. Das ist jetzt, glaube ich, das Weibchen. Yep, das ist das süße Weibchen. Tatsache. Und wir können hier wieder zum Wolf werden und hier runter. Weil die Steine, die markieren so etwas ja immer wieder gerne.
Here we go. Ich finde das episch. Durch diese, ich sag mal, Haupt-Nebenquest, es ist ja eigentlich keine wirkliche Hauptquest, aber durch diese Quest kriegen wir es tatsächlich hin, ja, nochmal hier passiv ganz, ganz viele epische Gegenstände zu bekommen. Und ich finde das spitze. Ja, also ich finde das richtig, richtig cool. Dass wir hier nochmal ein bisschen Hyrule entdecken, die Overworld, die ja sonst ein bisschen zu kurz kam. Ich finde das richtig, richtig gut. Und ich habe keine Ahnung, was es hier gibt. Ich könnte mir hier hingegen wieder ein Herzteil vorstellen. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es müsste eigentlich ein Herzteil sein. Weil wir brauchen immer den Fanghaken, um hier zu kommen. Also das ist eine Voraussetzung. Also. Stempel Link wütend. Ja gut, okay. Die Stempel, die wollte ich ja auch einsammeln. Ja, die Stempel wollte ich auch einsammeln. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Stempel es überhaupt gibt. Wie viele Stempel gibt es überhaupt? Wir gucken mal, wartet mal. Zu jedem Buchstaben ein oder noch so besondere Symbole. Kann das sein? Kann das sein? Wartet mal. Wo haben wir die Stempel? Die sind ja hier auch aufgelistet. 19 Stück. Ach, 19 von insgesamt 50. Da haben wir noch 31 vor uns. Finden wir bestimmt auch irgendwie. Ich werde die auf jeden Fall auch nochmal suchen. Ich denke aber, tatsächlich werde das nicht offscreen machen. Also, ich weiß es nicht, sucht ihr es euch aus. Ich kann die natürlich auch onscreen machen, aber das würde unglaublich viel Screentime, in Anführungszeichen, verschwenden. Deswegen bin ich mir da halt nicht ganz so sicher. Aber falls ihr das trotzdem sehen wollt, dann würde ich mir eventuell sogar einen Ruck geben und es dann doch tatsächlich für euch machen. Aber auch nur, weil ihr es seid, Kappa Pride. Okay. Das ist ein cooles Rätsel. Wait, was ist das? Ach, Knochenhunde. Ja, weil ich die Musik gerade gehört habe, dass es hier. Das ja immer signalisiert, dass es hier irgendwo in der Nähe Gegner gibt. Und das waren die Knochenhunde. So, machen wir mal das Ding hier kaputt. Also wirklich was gibt es hier nicht, okay. Wie machen wir das Ganze jetzt? Wir haben jetzt auch 958 Rubine. Ich denke mal, wir ziehen das hier erstmal so lang. Oder den da runter. Dann ziehen wir uns hier hoch. Und lassen uns einfach fallen. Nee, so einfach geht das nicht. Wir müssen den sogar noch ein bisschen vorziehen. Ich glaube, das müsste passen. So, jetzt ziehen wir uns hoch. Und krach, boom. Mal gucken, ob das klappen könnte. Tatsache. Also, antike Dokument wurde vervollständigt. Und das müssen wir jetzt wahrscheinlich unseren Boy zeigen. So, ich muss jetzt aber hier nochmal rüber. Wie machen wir das am besten? Funktioniert das eigentlich? Nee, warte mal. Ich bin gerade am überlegen, wie das hier funktionieren könnte. Wir müssen halt irgendwie rüber. Ich will halt noch an die Truhe ran, ja? Ich möchte da halt noch an die Truhe ran. Wie klappt das am besten? Wir ziehen uns hier hoch, das ist klar. Lassen uns runterfallen, gehen da drauf. So, und jetzt müssen wir den irgendwie so in die Mitte bekommen. Kann das sein? So, wartet. Ah, ob das so klappt? Ich weiß es nicht. Müsste jetzt aber so klappen. Dann springen wir hier nämlich drauf. Dann da drauf. Ja, perfekt, okay. Einfacher als gedacht. Ich habe es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber wir gehen jetzt auch einige Rubine flöten, weil ich am Maximum angekommen bin. Das ist nicht gut. Da fühle ich mich gerade sehr, sehr schlecht, dass mir so viele Rubine abhanden kommen. Egal, kann man nichts machen. So, Epona?
Wir brauchen dich, Kleines, weil ich muss nochmal zurück nach Hyrule. Dann können wir nämlich das gleich nochmal mitnehmen. Also die letzte okkulte Kunst. Die will ich natürlich auch noch erlernt haben, wenn es geht. Okay, gibt es tatsächlich die Knochen unter. Ihr kleinen Ratten, ey. Okay. Aber mir ist das eh egal. Weil ihr könnt mir eh einen Scheiß anhaben. Haben wir jetzt soweit alles in... Wir können, glaube ich, soweit echt alles in Hyrule erforschen. Wir müssen nur noch den letzten Dungeon machen. Dann können wir auch die letzten Sidequests erledigen. Und die letzten Minispiele. Weil da, wir kriegen noch ein besonderes Item daraus. Das haben wir, glaube ich, irgendwann letztens auch wieder festgestellt. Dass wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen Hilfe benötigen. Von einem bestimmten Item. Was sehr interessant ist. Und an sich fand ich das Item sogar ziemlich langweilig, aber... Naja, who knows. So, der nackte Mann kommt zu uns. Jaguar hat uns sogar was geschickt. Wahrscheinlich will er uns damit sagen, wo er sich befindet. Und dass wir uns dann auf jeden Fall dorthin begeben sollen. Werden wir machen, Jago. Ich muss, wenn ich den Namen Jago höre, immer an Kingdom Hearts denken. Ja, beziehungsweise an Aladdin. Ja, Jago, der Papagei. Ihr kennt ihn, richtig? Okay. Also, so. Jago, wo haben wir deinen Bericht da? Hi Regi, in ganz Hyrule habe ich keine einzige Statue gefunden, die auf den Zauberspruch gehört hat. Trotzdem, wenn ich jetzt aufgebe, lacht mich mein Vater aus. Deshalb gehe ich zurück zum Heiligtum in Kakariko. Vielleicht findet sich dort ja ein Hinweis. Lass du mich auch wissen, wenn du irgendwelche neuen Informationen hast. Jago, der Traumjäger. Okay, stimmt, da gab es ja auch noch die letzte Statue im Heiligtum von Kakariko. Das heißt, dort werden wir uns ein letztes Mal hinbegeben. Und jetzt kann ja Jago das komplette Dokument lesen. Ja? Das heißt also, nächster Stopp auf jeden Fall Kakariko, auch allein, weil ich wieder ein paar Spenden tätigen muss. Der Regi, der ist natürlich großzügig. Wir wissen, immer wenn wir im Ausland sind, dann geben wir den Leuten etwas. So, ist aber ein ganz gutes Stichwort, weil ihr wisst ja, ich bin ab heute in Liverpool. Also wenn ihr das Video seht, sitze ich wahrscheinlich im Flieger. Und was ihr dann auf jeden Fall wissen solltet, ist, ich... Oh, episch, der ist noch extra nochmal hier. Was ihr auf jeden Fall nochmal wissen solltet ist, ich glaube, Montag kann keine Twilight Princess HD Folge kommen. Leider, muss ich gestehen. Weil ich bis Montag da bin. Ja, und ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, eine weitere Folge aufzunehmen. Beziehungsweise ich will mich nicht absolut abstressen, sondern auch nochmal ein bisschen ja, erholt dann fliegen. Deswegen wird Montag wahrscheinlich keine Twilight Princess Folge kommen. Aber ab Dienstag dann wieder keine Sorge, ne, dass ihr Bescheid wisst. Die Zeit ist gekommen. Dies ist der siebte und letzte okkulte Kunst, die ich dich lehren werde. Diese letzte okkulte Kunst ist eine äußerst geheime Technik, die den ganzen Mut desjenigen verlangt, der sie aufführt. Bist du bereit? Nur ein wahrer Held meistern kann. Ja, wisst ihr Bescheid. Aber zuvor zeige ich mir noch einmal, ob du die Riesensprungattacke, die ich dich beim letzten Mal gelehrt habe, beherrschst. Okay. Bam, Riesensprungattacke, here we go. Sehr gut, du kannst dir tatsächlich meine okkulte Kunst zu eigen gemacht. Also dann, die letzte okkulte Kunst, die Riesenwirbelattacke. Das klingt schon richtig, richtig geil. Die Riesenwirbelattacke. Du beherrschst die Wirbelattacke, eine der Basistechniken des Schwertkampfes. Nun, da du zahlreiche okkulte Künste gelernt hast und der Geist eines wahren Helden und den Geist eines wahren Helden besitzt, kannst du die Macht der Wirbelattacke verstärken. Aber du kannst diese Kraft nur aufbringen, wenn du voller Lebensenergie bist. Also dann, greife mich in einer Wirbelattacke an. Okay. Oh, shit. War das die Riesenwirbelattacke? Das war die normale Wirbelattacke. Eine hervorragende Technik. Ich sage dir noch einmal, wenn du keine volle Lebenskraft hast, kannst du diese Technik nicht verwenden. Vergiss das nie. Damit hast du die letzte okkulte Kunst die Riesenwirbelattacke erlernt. Achso, die hat einen größeren Radius. Die hat einfach einen größeren Radius, nicht schlecht. Und jetzt haben wir, ja, alle okkulten Künste erlernt. Nun hast du alle okkulten Künste gelernt. Zwar wurde ich als Held geboren, aber der Nachwelt konnte ich nie mein Wissen vermitteln. Endlich habe ich dies nachgeholt. Du, der du zahlreiche Kämpfe überstanden hast und mit klarem Blick in die Zukunft schaust, hast die Macht aus diesem Hyrule wieder das von den Göttinnen gesegnete Land zu machen, das es einst war. Adieu. Geh hin und ziehe mutig in den Kampf, mein Sohn. Mein Sohn, sagt er. Warum sagt er mein Sohn? Ist das einfach nur so das typisch päpstliche mein Sohn? Ich weiß es nicht.
Ich bin gerade ein klein wenig überfragt. So, egal. Wir warpen uns jetzt auf jeden Fall nach Kakariko. Ne, wir wissen ja, die Vermutung ist ja, wobei, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist mittlerweile sogar schon bestätigt, dass der Skelett-Heidi von gerade der Zelda aus der Ocarina Majora's Mask-Dimension ist, ja? Also, dass das der Link aus der Zeit ist. Und der uns halt lernt. Der uns halt lehrt, Verzeihung. Der uns lernt, ey, was zum Teufel. Also ein super cooles Feature, wenn ihr mich fragt. Dass es dort hier auf jeden Fall den Typen mir gibt. So, was war nochmal mit dem? Du hast etwas für die Sammlung gegeben, oder? Ich merke, solche Dinge musst du wissen. Kennst du eigentlich den jungen Goronos-Stadt Hyrule-Stadt? Bestimmt ist er jetzt am östlichen Tor, ganz niedergeschlagen. Wenn du noch nur einer den Jungen mit Quellwasser ergießen würde, damit er wieder zu Kräften kämpft. Was meinst du, wirst du es tun? Ja? Wirklich? Na gut, ich zähle auf dich. Quellwasser kühlt schnell ab und wird dann zu normalem Wasser. Du solltest dich also besser beeilen. Was? Oh. 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 Okay. Das meinen die also mit Quellwasser. Okay. Und es gibt hier Gegner, die mich angreifen können. Und ich muss die komplette Ebene zu Fuß latschen. Ey, was soll ich denn hier machen? Ist er eigentlich schneller als ich? Ich hoffe nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Also ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon, ich sehe ihn schon. Oh fuck! What the hell? What the hell? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Okay. Wisst ihr was? Ihr geht mir alle auf den Keks. Ah. Okay, ich hab eine Vermutung. Kann ich die Box nicht ablegen? Ich sollte die Box doch bestimmt in irgendeiner Form irgendwie ablegen können, oder? Ich sollte die Box, glaube ich, in irgendeiner Form ablegen können. Das muss irgendwie möglich sein. Und irgendwie kann ich da, glaube ich, auch hoch. Egal. Ich muss die Box irgendwie ablegen können. Um halt mit den Gegnern zu kämpfen. Oder ich muss einfach nur eine Route gehen, in dem, wo mich die Gegner nicht erwischen. Aber das ist auch total schwer. Ah, schwierig. Wie komme ich dann diese komischen steilen Hang hoch, den wir gerade eben gesehen haben? Fragen über Fragen, Leute. Und keine klare Antwort. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt sogar nochmal extra einen Versuch wagen. Vorher werde ich hier nochmal ein bisschen Geld spenden. Wir werden noch nicht zu Yago gehen. Wir werden noch nicht zu Yago gehen. Vorher muss ich noch ein bisschen Geld spenden. Mhm. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. So. Geld spenden tue ich gerne. Ihr könnt von mir jetzt nämlich satte 900 haben. Ach, wisst ihr was? Nimm einfach 1000. 808 fehlen noch. Okay. 808. Kriegen wir auch irgendwie hin. Ich meine, wozu soll ich meine Rubine denn sonst verwenden? Wir kriegen noch total viele Rubine von Agneta. Wir kriegen das schon hin. Also. Okay, es hat nicht geklappt, aber ich will es nochmal versuchen. Ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen. Okay. So, ich glaube tatsächlich, ich muss eine... Ich kann die Box tatsächlich ablegen. Ich kann die Box tatsächlich ablegen. Ich glaube, ich muss die sogar ab und zu mal ablegen.
Ich sag da mal gar nichts zu. Das ist das ist auf jeden Fall machbar. Das ist auch nicht, keine Ahnung, das ist nicht unmenschlich tough, schwer oder so. Ich muss mir einfach nur die richtige Route merken. Ja? Wenn ich mir die richtige Route gemerkt habe, dann ist es auf jeden Fall machbar. Okay. Wie schaffen wir das jetzt hier am besten? Weil, wie wir sehen, gibt es hier auch wieder ein paar coole Sachen. Bombenpfeile. Das erste Mal seit langem, dass wir wieder Bombenpfeile verwenden müssen. Tatsache. Und dann können wir uns nämlich hier ranziehen. Und ich glaube, jetzt erhalten wir sogar tatsächlich noch Nährzahl. Also zumindest sieht das für mich so aus, als ob sich hier irgendwo ein Herzteil befindet. Yep. Herzteil, here we go. Das finden wir jetzt auch nochmal, oder? Yep, Herzteil. Nice. Zum Ende der Episode nochmal ein Herzteil gefunden. Also wir haben hier heute auf jeden Fall viel erreicht. Storymäßig auch ein bisschen was gemacht. Und zur nächsten Episode geht's dann zu Jago. Und ich werde nochmal das mit dem Quellwasser versuchen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein, was gut, bleibt schon fruchtig und ciao. Euer Rigi.